Hallo Leute, ihr habt euch ja gefragt, was momentan so in der 300 Euro Preisklasse so an Komponenten gehen. Vom Mainboard, Arbeitsspeicher, Grafikkarte. Was können wir für 300 Euro heutzutage noch bauen? Ihr habt es alle selber mitgekriegt. Der Markt ist ziemlich kaputt, was Grafikkarten anbelangt. Ne? Für alte Grafikkarten à la eine GTX 1060 wird momentan 150 Euro und mehr verlangt, ja, was das alles natürlich gar nicht wert ist. Deswegen ist es natürlich auch umso schwieriger, Budget-Komponenten bzw. einen ganzen Computer für günstig Geld herzustellen. Wir haben uns trotzdem dran gewagt und wir haben ein paar Teile bekommen. Ich finde gar nicht mal so verkehrt. Werfen wir mal einen Blick drauf. Also, wir haben bekommen ein X370 Gaming Pro Carbon von MSI. Eine RX 570 8 GB von Asus in der Strix-Version. 16 GB G-Scale RAM DDR4 3000er. Ein 450 Watt Netzteil von EVGA. Eine M2 SSD von Intenso mit 240 GB. Als Gehäuse haben wir ein Aerocool. Ich glaube, das ist dieses RGB. Schieß mich tot. Ein ganz billiges auf jeden Fall. So, dass wir insgesamt auf knapp 340 Euro jetzt kommen. Ja, wir sind ein bisschen drüber gegangen, weil ich musste leider das Netzteil neu kaufen. Das habe ich dann bei 40 Euro bei Amazon bekommen. Ja, es klappt nicht immer alles im Gebrauchssektor, ne? Aber ihr wisst ja, auch ein Neuteil schadet dem Ganzen gar nicht. Ja. Getestet worden ist das ganze Ding auch schon. Wir schmeißen die ganze Kiste mal kurz an. So, wo ist es zum Starten? Die beiden, glaube ich. So, Bildschirm auch an. Ohne Bildschirm gibt es kein Bild. So, funktionieren tut alles. Wie gesagt, Windows habe ich auch schon draufgepackt. Da muss man noch ein Update noch ziehen. Wie ihr sehen könnt, wir haben auch. Lager euch mal ein bisschen hier, oder? So. Beim Ryzen 5600, zumindest immerhin noch ein 6-Kerner. Nach dem Ryzen 3 habe ich explizit gar nicht gesucht. Es gibt zwar noch hier den Ryzen 3 3100X, glaube ich. Oder ne, 1300X, der vielleicht auch noch dort hätte passen können. Aber ich wollte trotzdem für das Bild immerhin noch die 6-Kerner erreichen. Habe ich zum Glück auch geschafft. Ja, wie ihr sehen könnt, der Standard-CPU-Kühler bleibt auch drauf, ne? Weil für eine Wasserkühlung wird natürlich das Geld dafür nicht reichen, deswegen belassen wir den da drauf. Immer als Tipp, wenn ihr was Gebrauchtes kauft, wo eine CPU und der Kühler noch drauf ist, nehmt einmal runter, guckt nach der Wärmeleitpaste. Diese hier war ziemlich am Ende, sehr vertrocknet und überhaupt nicht mehr zu gebrauchen. Ja, das hier ist die Grafikkarte, wie gesagt, die RX 570 mit 8 GB. Leistungstechnisch, ich würde sie mal so auf Augenhöhe vielleicht so gerade mit einer 1060 6 GB ungefähr sagen. Vielleicht sogar ein bisschen weniger Leistung. Ein bisschen vielleicht. Aber ich glaube, dass das im Ganzen vielleicht 15 FPS ausmacht. Kommt natürlich auch aufs Spiel drauf an und in der Auflösung, in dem ihr zocken wollt. Wie gesagt, wir haben dann hier diesen G-Scale Ripsource. Was sind das? Ich glaube, Red heißen sie, glaube ich. Steht das hier drauf? Natürlich nicht. Aber in der 3000er Variante. Ja, und auch die M2 SSD von Intenso. Ja, reicht aus. 240 GB für Windows. Ein Spiel noch drauf. Klar, da kommt, werden wir noch eine 500 GB mit anklemmen, wahrscheinlich, wenn wir den Computer fertig bauen. Das Ganze wird auch als Testsystem für die, wie hieß sie gleich, ALSEI Extreme 240 dienen. Um zu gucken, wie sich da die Temperaturen zum Vergleich rausstellen gegenüber einem Standardkühler. Der Test erfolgt dann in einem anderen Video, wo wir einfach nur den Umbau machen auf eine Wasserkühlung dann und schauen uns ein paar Testresultate an. Des Weiteren, klar, das Netzteil von EVGA, 450 Watt Bronze zertifiziert, ja, so könnt ihr es sehen. Wie gesagt, das musste ich neu kaufen. Ist auch wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt, sowas neu zu kaufen bei gebrauchten Sachen. Man, ihr kennt das, wenn ihr was Gebrauchtes kauft, meistens habt ihr dann auch das Pech, irgendwas ist auch noch kaputt. Ja?
Oder ihr seid so doof wie ich und vergesst ab und zu mal ein Kabel mitzunehmen. Ich vergesse zum Beispiel irgendwie ganz typischerweise den Netzteilstecker mitzunehmen vom Netzteil, wenn ich was Gebrauchtes kaufe. Warum auch immer. Ja, jeder hat ja seine Macken. Aber wie ihr seht, funktioniert tut es schon mal alles soweit. Klar, Windows Update muss jetzt noch geladen werden, ein paar Benchmark-Programme draufschmeißen, gucken, ob alles richtig läuft. Und dann sollte das luppen. Wie gesagt, für 300 Euro kann man natürlich auch nicht so viel erwarten. Es ist eine sehr, sehr schwierige Preisklasse im Moment. Und zur Grafikkarte, ja, sehr, 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 sehr schwieriges Thema. Also ich würde momentan auch wirklich abraten, wenn man warten kann, sollte man es tun. Die utopischen Preise für etwas zu bezahlen, was sehr alt ist oder alt und gebraucht ist, das spiegelt einfach nicht das Gleiche wider, als wenn ihr dann, weiß ich nicht, die neuesten Grafikkarten, ihr habt es ja gesehen, mit 3060 Ti, 3070 und so weiter. Warum sollte ich noch denselben Preis für eine gebrauchte RTX 2070 zahlen, wenn man auch diese Karte erhält? Wenn man warten kann, wenn man warten kann. Auch diese werden irgendwann dieses Jahr wieder verfügbar sein. Ich gehe mal davon aus, im März ungefähr wird sich auch dieser Engpass wieder lösen. Ja, wir lassen den jetzt noch ein bisschen rödeln, sodass er dann das Update da fertig macht. Das müsst ihr euch ja nicht angucken. Pausiere dann das Video und dann, wenn er dann fertig ist, dann werde ich einen kurzen Cut machen und dann machen wir dann das zweite Video und machen dann direkt den Umbau auf Wasserkühlung. Da muss ich euch jetzt hier nicht so lange langweilen. Ihr habt gesehen, ein paar Teile gibt es, ne? So dass ihr immer noch ein bisschen Spielraum habt, auch für einen kleinen Computer zum Spielen. Vielleicht, wenn ihr nochmal irgendwo seht, dass ihr irgendwo vielleicht so ein Angebot seht, wo ihr sagt, so, oh, guck mal, ich habe hier auch mal eine, keine Ahnung, 1060 gefunden für, keine Ahnung, 100 Euro, so, ne? Könnt ihr es mal in die Kommentare schreiben, so was ihr denkt, so was es noch so für gute Low-Budget-Komponenten gibt. Ich sag bis demnächst. Haut rein. Ciao, ciao.